Achtung, Achtung, hier spricht die Moralpolizei. Das ist Norbert Geis, der Moralapostel der CSU. Er fordert, Joachim Gauck solle seine Langzeit-Lebensgefährtin heiraten und damit für geordnete Lebensverhältnisse sorgen. Wir finden, Recht hat der Mann, aber gleiche moralische Maßstäbe gelten natürlich auch für den Landtag. Bevor Gauck kommt, haben wir 2 Stunden Zeit, um hier ein bisschen aufzuräumen. Meine Moralkeule, vielen Dank. Los geht's. Da gibt es bei Ihnen keine Geschichten, die man besser nicht auspackt, keine Villa auf Mallorca. Sie können gerne meine Schränke schauen, da ist also nichts drin, was ich nicht zeigen würde. Das machen wir, mitkommen. Ja, bitte, gerne. Ja, das ist klar, bei den Umfragewerten, da ist die Lösung irgendwann nur der Alkoholismus. Sie sehen aber, die Flasche ist noch geschlossen, insofern neigen wir nicht zum Alkoholismus. Es geht also noch. Ja. Gut, ich glaube, die Flasche bleibt auch länger zu, weil zu feiern gibt es ja bei der FDP im Moment nichts zu feiern. Das fällt schon wieder. Damit haben Sie unseren Moraltest bestanden und dürfen bei Herrn Gauck in die erste Reihe und haben auch Fragerecht. Ja, Glückwunsch. Ja. Jetzt wollten wir gerade gehen. Ich hatte ihm schon die rote Eintrittskarte gegeben, sodass er zumindest zu Herrn Gauck darf. Da sehe ich das. Bargeld. Von wem kommt das? Hat das Herr Wulff hier hinterlassen? Ist das eine Barzahlung irgendwie? Ja, das darf ich leider nicht preisgeben, von wem das kommt. Aber jetzt sagen Sie es. Von einer Kollegin. Für ein Hotelzimmer? Nein. Einfach nur von einer Kollegin für gewisse Dienste, die ich geleistet habe. Für gewisse Dienste? Ja, wir fragen nicht weiter nach, wir gehen raus. Ach so, die rote Karte müsste ich jetzt zurückfordern. Ja, wenn Sie mir dafür eine grüne geben? Nein, also Sie dürfen jetzt wirklich nicht zu Herrn Gauck, also hier mit dem Bargeld, das geht auf gar keinen Fall raus, schnell. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir werden jetzt mal den moralischen Maßstab bei der SPD anlegen. Hoffentlich kein Bauchumfang. Ja, naja, na gut, da käme einiges zusammen. Und jetzt dürfen Sie mal ganz ehrlich sagen, vollkommen anonym selbstverständlich, welche Sünden Sie schon begangen haben. Ja. Jetzt erkennt Sie keiner. Also welche Sünden ich begangen habe, sind natürlich vor allem kulinarische Sünden. Das sieht mir auch an. Ich gebe Ihnen diese rote Karte, damit dürfen Sie rein. Allerdings nur letzte Reihe und keine Frage. Herr Aiwanger, Moralpolizei. Ja. Wir legen heute mal bei allen Parteien die moralische Messlatte an. Okay. Wo müsste man die bei Ihnen positionieren? Also eher weit oben die Moral oder eher unten? Ganz in der Mitte. Ich bin ein durchschnittlicher Moralmensch, glaube ich. Sie sprechen das Thema ganz offen an. Sex vor der Ehe. Genau. Bei Ihnen auch der Fall gewesen? Ja. Eine Sünde aus der jüngeren Vergangenheit. Dass ich am Sonntag nicht in die Kirche gegangen bin, sondern beim politischen Frühschoppen gewesen bin. Das ist ja schon ein hartes Ding. Das ist ein hartes Ding. Also da muss ich Sie auch offen zeigen. Damit müssen wir die Öffentlichkeit konfrontieren. Also Sex vor der Ehe, ja, und dann nicht in die Kirche gehen. Dann nicht in die Kirche gehen, das ist fast schon am Rande der Exkommunikation. Ja, wir machen die Kamera aus, ich glaube, es ist besser. Machen wir es aus. Gleich kommt Joachim Gauck. Die Moralkeule müssen wir jetzt leider abgeben, sonst macht das BKA Ärger. So, die Grünen. Jetzt sind die Grünen dran mit unserem großen Moraltest. Wir haben mal den moralischen Maßstab mitgebracht. Vielleicht möchten Sie mal selber in die Hand nehmen. Ich bin vor über 30 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das müssen wir rausschneiden. Wir sind im bayerischen Fernsehen. Aber vielleicht was anderes. Oh, jetzt ist die Kollegin der SPD gerade gekommen und die hat nämlich nur eine rote. Und das will ich hier mal klarstellen. Ich war nämlich ehrlich, meine liebe Kollegin Margarete. Ja, ich habe nämlich meine Jugendsünden. Ehrlichkeit in der Politik? Ich habe gesagt, dass ich mein Mädchen geküsst habe, dass ich in ungeregelten Verhältnissen lebe. Ich habe das gesagt. Ja, und soll ich dich jetzt küssen, oder? Oh, das wäre schön. Das wäre auch gut für die Quote. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich Norbert Geis von der CSU das unter geordneten Lebensverhältnissen vorstellt. Wir wollen heute als Moralpolizei nur Leute zu Herrn Gauck lassen, die moralisch einwandfrei agieren. Deswegen wer zu Gauck geht, wird nicht von Ihnen entschieden, sondern das wird hier im Parlament entschieden. Nein. Doch, ich habe so Karten. Ja. Mit den grünen Karten darf man zu Herrn Gauck hin, da darf man auch Fragen stellen. Mit den roten Karten darf man nur in die letzte Reihe. Ich kann Ihnen sagen, ein Parlamentarier lässt sich das von niemand vorschreiben. Das glaubt er. Das ist so.
Das sagt er nur, weil er keine Marke von mir kriegt. So ist es nämlich. Ich könnte darauf verzichten, weil ich weiß, dass ich Einlass bekomme. Ja, ja gut, Sie mogeln sich da irgendwie rein? Nein, ich gehe immer vorne rein und vorne raus. Das ist eine alte Regel. Ah ja. Nie hinten rausgehen. Nie hinten rausgehen? Nee, das macht ihr manchmal. Aber wir gehen immer vorne rein und vorne raus. Alles klar. Alte Regel, habe ich gelernt. Im Plenarsaal hält Joachim Gauck gerade den Abgeordneten eine Moralpredigt. Und wir wissen, das ist auch bitter nötig, weil eine weiße Weste hat da niemand. Zwei, drei Fragen wären noch möglich. Bitte. Herr Gauck, an Sie werden hohe persönliche moralische Maßstäbe gesetzt. Stichwort die persönlichen Lebensverhältnisse, geordnete Lebensverhältnisse. Wir haben mal im Landtag gefragt, wie es hier um die Moral steht und mussten zum Ergebnis kommen, hier hat keiner eine wirklich weiße Weste. Schockiert Sie das? Ich verstehe meinen Lebensstil nicht als Rollenmodell für irgendjemand anderes. Ganz schön clever von Herrn Gauck, da ist er schon ein ganz großer Staatsmann. Er sagt natürlich nichts über die Sünden der Abgeordneten, schließlich sollen sie ihn ja auch noch wählen.